Hallo zusammen, ich bin heute ein bisschen in einer urbaneren Umgebung unterwegs, aber auch hier hat es einen schönen Teich, an dem ich Enten fotografieren möchte und ich möchte euch gerne mitnehmen und euch vielleicht sogar noch einige Tipps auf den Weg mitgeben, aber zumindest ja, ein schönes Naturerlebnis bieten. Viel Spaß beim Video! Wettermäßig hat es eigentlich perfekt geklappt. Ich war gestern Abend schon fotografieren und heute Morgen beide Male sehr sonnig. Die Sonne stand sehr tief und hat den Hintergrund schon angeleuchtet. Die Vögel selbst waren im Schatten. Das ist die Aufnahmesituation, die ich einfach am liebsten mag. Der Hintergrund, der knallt dann richtig mit den Farben. Und gleichzeitig hat man keine harten Schatten auf dem Motiv selber. Und jetzt hat es ein bisschen zugezogen, das ist auch perfekt, denn die Sonne wäre sonst irgendwann zu stark geworden, der Hintergrund wäre zu grell geworden und irgendwann wäre die Sonne auch auf unsere Motive gefallen, denn die sind nur am Anfang durch die Bäume in der Umgebung ja etwas abgeschattet. Ich habe wieder mal eine sehr tiefe Perspektive gewählt, gefällt mir einfach besser, man ist auf Augenhöhe mit den Vögeln, so nah an der Wasserkante wie es geht. Hier ist man ungefähr 20 cm drüber. Nicht dramatisch, auch nicht perfekt. Ich habe deshalb auch auf den Bohnensack verzichtet, auch wenn es etwas mühsamer ist, so zu fotografieren, da man einfach nicht mehr so flexibel ist. Moment, es kommt gleich ein Blässhunder im Hintergrund. Und hier seht ihr auch schon meine Aufnahmetechnik. Ich nutze hier sehr gerne das Klappdisplay. So, fertig Fotoshooting. Ich habe am Anfang wieder mal vergessen, dass ich das überhaupt habe, aber es macht das Fotografieren doch etwas einfacher. Auch wenn es am Anfang manchmal schwierig sein kann, genau das Tier sozusagen ins Visier zu nehmen. Ja, bei Spiegelreflexkameras ist das manchmal nicht so optimal, da der Autofokus langsamer wird oder das Serienbild. Bei Spiegellosen kein Problem. Und da man morgens und abends im Schatten noch nicht so wahnsinnig viel Licht hat, musste ich mit den ISO etwas hoch, teilweise auf 3200. Priorität habe ich der Blende gegeben, das war Offenblende und dann die Verschlusszeit einfach kurz genug. Dass man halt keine Bewegungsunschärfe im Bild hat. Das heißt jetzt eine 320. Sekunde ist sehr kritisch, gerade wenn die Enten etwas schwimmen. Da gehe ich lieber auf eine 500. Und wenn sie sich beginnen zu putzen, muss ich halt auf eine 800. oder 1000. Sekunde gehen. Gestern hatten wir auch noch das Glück, einige Rehe in einem Stadtpark beobachten zu können. Ja, ich habe leider dort nicht filmen können. Ich möchte kurz erzählen, was ich gemacht habe. Ich bin auch wieder möglichst tief runtergegangen, damit man, ihr seht es bei diesem Bild hier, den Vordergrund nicht so genau sieht, dass das relativ frisch geschnittenes Gras ist, eine frisch geschnittene Wiese. Auf der anderen Seite konnte ich nicht noch tiefer runter, denn dann hätte man im Hintergrund
bereits den dunkleren Waldstreifen gesehen. Seht ihr in diesem Beispiel hier, wirkt einfach nicht mehr so harmonisch. Das heißt, das sind dann die Situationen, wo ich halt ein bisschen versuche, einen Kompromiss zu finden zwischen Hintergrund und Perspektive. Es war bereits, als die Sonne weg war, das heißt, ich musste mit dem ISO hoch und habe dann die Verschlusszeit etwas länger eingestellt, denn gerade mit Bildstabilisator ist irgendwie auch eine 125. Sekunde noch in Ordnung bei mir. Ich erhalte noch scharfe Bilder. Ich würde euch dann einfach empfehlen, das Serienbild reinzutun, denn dann, wenn ihr 10 Bilder macht anstatt 1 oder 2, erhöht ihr einfach eure Chancen massiv, dass eines davon noch scharf ist. Und auf das kommt es ja darauf an. Zumindest solange das Tier sich nicht bewegt. Wenn das Reh natürlich beginnt, sich zu bewegen, das hatte ich dann das Problem, ich habe etwas zu langsam umgeschalten auf eine schnellere Verschlusszeit, dann kann es passieren, dass nicht mehr alle Bilder scharf sind. Also versucht euch vorher ein bisschen zu überlegen, wie wird das Tier sich vermutlich bewegen? Wird es am Ort bleiben? Wird es einfach etwas grasen, ab und zu hochschauen? Wird es herumlaufen? Und dann zweitens ebenfalls wichtig, was für Shots möchtet ihr? Wenn ihr an den Shots, wo es einfach mit gesenktem Kopf durchläuft, gar nicht interessiert seid und nur die Shots habt, wo es so ein bisschen hochschaut, dann kommt ihr wirklich mit einer längeren Verschlusszeit ganz gut weg und kriegt dann Gegenzug bessere Bildqualität. Ja, ich glaube, zum Fotografieren selbst hier draußen gibt es nicht mehr wirklich viel zu sagen. Da das Video eher kurz ist, dachte ich mir, nehme ich euch noch schnell mit nachher in mein Büro und zeige euch noch, wie ich da mit dem Import und einer kurzen Bearbeitung der Fotos vorgehe. Ich bin wieder zurück in der Schweiz und habe die Fotos hier schon einmal vorsortiert und möchte jetzt eines mit euch zusammen bearbeiten. Ich werde das in Capture One machen. Die Regler, zumindest diejenigen, die ich verwenden werde, sind aber 1:1 identisch mit Lightroom. Also bleibt auch dran, wenn ihr Lightroom benutzt. Und zum Schluss werde ich euch auch noch zeigen, welche Einstellungen ich verwende, wenn ich ein Foto exportiere, zum Beispiel für meine Webseite. Ich bearbeite jetzt das Foto dieses Rehs, das ich vorher schon erwähnt habe, das hier gerade am Pinkeln war, wie ihr seht. Und ich habe einiges nicht ganz gut gemacht bei dem Foto. Erstens seht ihr schon hier am Histogramm, es ist zu dunkel belichtet. Gerade mit Spiegellosen gibt es eigentlich keine Ausrede mehr für solche Fehler. Das Bild kippt etwas. Das sieht man hinten an dieser Horizontlinie. Und auch der Bildaufbau gefällt mir nicht ganz. Das Gute ist, das sind alles drei Sachen, die sich zum Glück digital relativ einfach beheben lassen. Deutlich wichtiger die Perspektive. Die, glaube ich, habe ich ganz gut gewählt. Man sieht nicht zu viel von diesem Gras. Zudem ist das Gras hier noch sieht relativ natürlich aus. Es ist nicht sehr flach runtergeschnitten. Der Hintergrund ist relativ gut aufgelöst. Das habe ich einerseits dadurch erreicht, dass ich auf die Blende voll geöffnet habe. Und andererseits eben durch die tiefe Perspektive, aber einen Hintergrund, der weiter weg ist. Gleiche gilt für den Vordergrund und dadurch werden diese unschärfer. Noch tiefer runter wollte ich hier nicht gehen, und zwar aus dem Grund von diesem schwarzen Balken oben, der mich hier eher stört. Also ich glaube, immerhin das habe ich nicht versaut und das Bild scheint auch einigermaßen scharf zu sein. Hoppla. Ja, nicht gestochen scharf. Ich habe schärfere aus der Serie, aber ich fand es das lustig, dass sich hier die Zunge rausstreckt. Die Reh, super Fabian, dass das Reh hier die Zunge rausstreckt, von dem her bin ich zufrieden. Als allererstes 1600 ISO und unterbelichtet, das wie gesagt rauscht etwas, gefällt mir nicht wirklich. Das heißt, ich werde es jetzt entrauschen und zwar nutze ich da nicht Capture One, beziehungsweise ich lasse den Farbentrauscher leicht drin, ich nehme den nicht ganz raus, hier sieht man das Farbrauschen, lasse den leicht drin, Schärfe und Entrauscher nehme ich aber raus und bearbeite das zuerst einmal mit Denoise. Hier ist es immer fraglich, wann soll man das Foto entrauschen. Generell empfiehlt Denoise meines Wissens und auch andere, das am Anfang zu machen, denn jeder Bearbeitungsschritt verursacht noch mehr Rauschen und man nimmt es besser am Anfang raus. Ich weiß nicht, ob das wirklich die allerbeste Methode ist. So, Denoise AI gefällt mir zumindest mit diesen Einstellungen nicht. AI Clear finde ich beide Schärfen deutlich zu stark nach. Ich werde jetzt noch den Low-Light-Modus hier versuchen, um zu sehen, ob der etwas Besseres rausholt.
Der gefällt mir in der Tat am besten. Er schärft etwas nach, übertreibt es aber nicht wirklich, meiner Meinung nach. Ich tue jetzt den Enhanced Sharpener noch ein bisschen rausnehmen, denn beim Geweih habe ich schon die ersten Artefakte gesehen, die mir nicht gefallen haben. Ansonsten sieht das jetzt ganz gut aus für mich. Ich bin jetzt zu faul zum Großmaskieren. Ich klicke auf Apply. Nun wird das, ich weiß nicht, eine Minute ungefähr dauern, bis das Bild verarbeitet wird. So, wir sind jetzt zurück in Capture One. Ihr könnt hier den Unterschied sehen zwischen dem RAW von vorher und jetzt dem entrauschten TIFF. Ich finde, man sieht dennoch doch einen recht großen Unterschied und möchte jetzt mit der eigentlichen Bearbeitung starten. Wie gesagt, als allererstes muss ich mal die Helligkeit ausgleichen, denn ja, ich habe unterbelichtet. Irgendwie etwas in diese Richtung. Dann fällt mir auch auf, dass der Weißabgleich für meinen Geschmack deutlich zu kühl ist. Jetzt, da es ein TIFF ist, habe ich hier nicht mehr Auswahlmöglichkeiten. Vielleicht hätte ich den Weißabgleich besser vorher angepasst. Ich ziehe den jetzt einfach mal etwas ins Wärmere und Rötlichere. Den vergleiche ich auch gerne, indem ich den Sättigungsregler wirklich hochziehe, denn dann sieht man doch, wo das Bild noch zu, ob es noch zu blau ist oder ob man sich in die richtige Richtung bewegt. Vielleicht sowas, also ich bin jetzt doch wieder ein bisschen mehr Richtung Grün gegangen. So, Sättigung kommt wieder zurück. Oder vielleicht hebe ich sie ein bisschen an. Die Lichter finde ich generell etwas krass. Ziehe ich etwas zurück. Ansonsten werde ich den Kontrast ganz leicht erhöhen. Der Hintergrund hier, den würde ich gerne noch etwas weicher haben. Ich nehme hier einen Pinsel mit einer automatischen Maskierung und fahre hier einmal ein bisschen dem Rehbock hier nach, ganz grob. Hier noch ein bisschen näher. Und dann gehe ich in der Regel auf einen richtig großen Pinsel, um wirklich den ganzen Hintergrund mitzunehmen. In den Bereichen, die noch halb scharf sind, nehme ich einen weicheren Pinsel und mit einer tieferen Deckkraft. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Einfach zum hier ein bisschen den Übergang machen. So. Und jetzt möchte ich diesen Hintergrund eben separat bearbeiten. Ich bin nicht ein Fan von zu starken Bearbeitungen, aber ich nehme hier gerne etwas Klarheit raus, je nachdem etwas Kontrast raus oder hebe einfach die Tiefen etwas an. Eventuell tue ich hier noch etwas selektiv entrauschen, wenn wir schon dran sind. Komm, okay. Macht jetzt keinen gewaltigen Unterschied, diese eine Ebene. Aber sie macht den Hintergrund noch einmal minimal ruhiger, ohne dass ich finde, ich habe jetzt das Bild riesig verfremdet. Jetzt geht es einmal ans Gerade richten. Und wie gesagt, habe ich die Kamera echt nicht gerade gehalten. Und ich kroppe das Bild auch noch zu, dass es, naja, nicht unbedingt komplett in den goldenen Schnitt fällt, aber dass das Reh nicht mehr in der Mitte vom Bild ist, das mag ich nicht so. Jetzt finde ich, sieht das gar nicht so schlecht aus. Ich finde, irgendwie sieht es etwas blasser aus. Klar, es war da auch im Fellwechsel, würde ich sagen. Ich wollte schon fast sagen, im Gefiederwechsel, Mauser. Wenn ich die Gelbtöne etwas anhebe, gefällt mir das etwas besser. Ich versuche es auch mit dem Orange. Ihr seht ja schon, man kann das sehr schnell übertreiben mit den Fellfetzen hier. Ich werde das nur ganz wenig anheben. Und jetzt mache ich noch einmal eine Ebene für den Kopf. Ein etwas kleinerer Pinsel mit automatischer Maskierung vielleicht. Ich finde, dieser ist etwas bläulich und tendenziell eher dunkel. Das heißt, ich werde hier den Weißabgleich minimalst anheben und das Ganze
etwas heller machen, ohne dass die Lichter hier übertrieben hell werden. Auch hier schnell vorher, nachher. Kein gewaltiger Unterschied, aber ich finde, man sieht ihn. Und jetzt noch die letzte Ebene. Auch wieder so ein kleiner Tupfer. Diesmal mit einem harten Pinsel. Die Augen an und für sich. Die wähle ich ganz gern aus. Wenn ich das jetzt hier aufs volle Maximum ziehe, sieht das schrecklich aus, aber ich nehme das ganz gern zum die Maske etwas anpassen. Hier bin ich mir nicht sicher, ob es diese Funktion in Lightroom gibt, meines Wissens nicht. Und hier seht ihr schon, sieht viel besser aus. Natürlich möchte ich nicht so einen Wert haben, ich möchte sie nur etwas heller machen, etwas mehr Kontrast reingeben, vielleicht die Klarheit noch etwas erhöhen. Das erhöht einfach diesen Glanz im Auge. Und finde ich, intensiviert den Blickkontakt noch etwas. Und somit wäre ich eigentlich mit der Bearbeitung auch fertig. Das gefällt mir relativ gut, zumindest für den Moment. Es gibt hier noch einmal ein Vorher-Nachher. Also eben, ein Hauptproblem war die Unterbelichtung. Und den Bildausschnitt haben wir auch angepasst. Ja, da ich jetzt somit fertig wäre, eben noch, wie würde ich das Bild jetzt exportieren, wenn das, sagen wir, das Foto meines Monats auf meiner Webseite werden sollte. Was man jetzt hier beim Ziel einstellt und Format vom Bild, von der Dateiname, das ist mal euch überlassen. Ich gehe in der Regel auf eine JPEG-Einstellung mit einer Qualität von 85 ungefähr. Ich habe bei mir jetzt eine Breite von 1400 Pixel und ich nehme das sRGB-Format, weil da die meisten Monitore oder die meisten Computer einfach besser oder Browser besser damit klarkommen, meines Wissens. Ich schärfe das Bild etwas nach, aber nicht extrem. Und bei den Metadaten nehme ich für meine eigene Kamera, für die Webseite manchmal die GPS-Koordinaten raus, einfach weil ich nicht möchte, dass jeder sieht, wo genau das Foto aufgenommen wurde. Die R5 hat eh kein GPS, das heißt, das spielt hier einfach keine Rolle. Ich kann das natürlich jetzt so exportieren. Wenn ich das Ganze etwas automatisierter machen will, dann geht das auch, indem ich hier über die Verarbeitungsvorgaben gehe. Hier habe ich schon alles voreingestellt, inklusive wo das Bild eben gespeichert werden soll und dass der Unterordner den Namen der Aufnahmesammlung, der Sammlung hat, in der ich gerade drin bin. Ich bin hier in der Sammlung Reh, das heißt, das sind die Reh-Fotos, die ich für meine Homepage möchte. Und wenn ich die jetzt exportiere, dann werden die automatisch in diesen Ordner exportiert. Und das ganze andere ist hier auch gleich. Wasserzeichen habe ich keins. Das wäre aber auch der Punkt, in dem ihr das einbauen könntet, dass das für alle eure Fotos, die ihr exportiert, mit dieser Voreinstellung eben gemacht wird. Das war es jetzt definitiv. Vielen Dank, wenn ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Ich habe hier oben noch ein Video verlinkt über meine Tipps, wie ihr zu schärferen Vogelfotos kommt, heißt es. Aber es gilt natürlich für Tierfotos allgemein. Vielleicht hätte mir der Tipp hier sogar auch selber noch geholfen. Ja, viel Spaß beim Schauen oder beim Fotografieren und hoffentlich bis bald. Ciao!